Hallo und willkommen zu meinem ersten Vlog. Ich bin noch in Berlin und ich komme gerade vom türkischen Generalkonsulat. Ich habe da mein Visum beantragt und ich muss den Pass später abholen. Aber das habe ich jetzt erstmal erledigt, das war schon mal sehr wichtig. Nicht für Erasmus, aber für das, was davor kommt, für die Grabung. Und ja, jetzt mache ich mich auf den Weg zur Uni und dann mal schauen, was heute noch so kommt. Willst du mit rein? Nee. Dann. So, ich habe mir jetzt noch ein kleines Abendbrot gemacht. Ganz einfach, esse ich ganz oft so. Also einfach zwei Stullen. Die eine mit Guacamole selbst gemacht und die andere mit Käse und Kresse. Ich mag Kresse in letzter Zeit total. Ein bisschen Paprika und einen Pfefferminztee und danach noch irgendwas Süßes. Und ich bin jetzt die Woche so am Aufbrauchen, weil. Ja, ich bin ja bald weg und habe mir jetzt so ein Einkaufsverbot auferlegt und das hasse ich ja wie die Pest. Ist ja nicht so, dass ich nicht genug da hätte, aber man hat dann immer das Gefühl, dass genau das, was da ist, will man natürlich gar nicht essen. Aber damit, darauf freue ich mich jetzt. Das ist auch so eine Sache, die ich in der Türkei total vermissen werde, weil ich liebe zwar das Essen dort, aber manchmal vermisse ich auch so die gute alte Stulle. Ja, aber kann ich euch jetzt schon sagen, es wird ganz, ganz viel Food-Content kommen, weil es einfach mega geiles Essen in der Türkei gibt und ich halt sowieso, ich könnte den ganzen Tag essen irgendwie. Ich hoffe, das ist jetzt echt der letzte Versuch, das Video hier zu beenden. Ich wollte noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, was das hier wird, was das ist und wie ich mir das so vorstelle. Also erstmal, Entschuldigung, falls das Bild schief ist. Ich kann es nicht genau sehen, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, ob das Bild an der Wand schief ist oder ob, eigentlich nicht. Oder die Kamera, ich weiß es nicht. Aber es sei mir jetzt entschuldigt. Dann, ich sitze hier mit halbnassen Haaren, weil es einfach noch so, oder was heißt noch, es ist einfach so heiß gerade in Deutschland bisher. Dann habe ich hier einen Eistee und ich dachte, jetzt erzähle ich nochmal kurz eine Runde. Ja, also wie ihr seht, nochmal willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Es ist so komisch, das zu sagen, weil ich habe mir das schon, ehrlich gesagt, richtig, richtig lange überlegt, schon seit Jahren. Und ich wusste mal nicht, wie ich anfangen soll und was ich denn, wenn ich es mache, was der Inhalt sein soll, weil das ist das Wichtigste natürlich.
Und ja, der Grund dafür, warum ich jetzt anfange, ist, weil ich ein halbes Jahr in die Türkei gehe. Und diese Zeit wird in zwei Etappen geteilt sein. Ich werde zuerst auf einer Ausgrabung arbeiten und dann ab Mitte September ein Semester in Istanbul studieren. Ich habe 2017 schon mal in Istanbul studiert, schon mal Erasmus gemacht und wie gesagt, das ist jetzt das zweite Mal. Und ich dachte, es ist die perfekte Gelegenheit, die Kamera da mitzunehmen und so ein bisschen meinen Alltag zu filmen. Und weil ich werde das später wöchentlich planen. Jetzt in den nächsten Wochen wird erstmal nicht so viel kommen, wenn überhaupt, weil ich da wie gesagt arbeite und ich glaube, da wird es zeittechnisch einfach ein bisschen schwer, das zu machen. Aber auf jeden Fall zwischendurch plane ich auch so ein, zwei Videos. Aber da weiß ich noch nicht, wie ich sie umsetze. Mal schauen. Ja, und vielleicht ist es komisch für diejenigen, die mich wirklich kennen, also in echt kennen, in privat. Und manche kennen mich sicherlich auch von Instagram und vielleicht sind auch ja, schon Fremde dabei, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall würde ich mich total freuen, wenn ihr mir auf diesem Weg irgendwie folgt, wenn ihr mögt. Und ja, ich kann nur sagen, dass ich super, super gerne in der Türkei bin. Also sonst würde ich mir kein halbes Jahr davon aufhalsen, weil das ist alles kein Muss. Ich möchte. Und ich glaube, das ist so die wichtigste Botschaft von mir. Oder das soll sie zumindest sein, dass ich freiwillig und viele andere auch dahin gehe. Und ich mir sicher bin, dass ich eine super Zeit haben werde, weil ich eben schon mal dort eine super Zeit hatte. Und diesmal ist aber die Kamera dabei. Wenn ihr noch so ganz, ganz aktuelle Sachen sehen wollt, also nicht so im Nachhinein hochgeladen, sondern richtig, dann schaut mal bei Instagram vorbei. Da heiße ich auch Pauli Berlin. Und wie gesagt, ich würde mich total freuen, wenn ihr mich begleitet. Und ja, das war es jetzt erstmal mit dem ersten Video. Ich hoffe, euch hat es irgendwie gefallen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video, wenn ihr mögt. Bis dann!